Hast du, ist so bö- nee, kannst du nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Alter, ich hab keine Ahnung. Das ergibt zwar überhaupt keinen Sinn, aber egal. Mir fällt sonst nichts ein. Achso. Ich hab echt keine Ahnung. Was sind das für geile Buchstaben? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt schwierig. Okay, ich bin durch. Ja, ich auch. Ich drück jetzt. Achso, okay. Oh, Mann, Knutze, ich habe so Hunger. Oh. Ich bin so müde. Okay. Deswegen ist es immer gut, wenn wir. Also, statt Einfluss müssen wir einfach müde spielen. Da fallen alle Hemmungen. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, ich auch nicht. Alles klar. Man kann auch was mit Jesus schreiben irgendwo. Joa. Viel Spaß bei meinem Bauchknut die ganze Zeit. Wir machen noch eine Runde, ne? Ja. Papa, dann leg mal los. Alles klar. Todesursache, Jauche, Schuss aus der Unterhose. 3 Leute tot, 4 schwer verletzt. Passiert. Passiert. Was zur Hölle? Komm zur Tagesschau. Ja. Es ist so bescheuert. Ach, guck mal hier, der Curry, ganz kreativ. Jongleur hat seine Kugeln verschluckt. Jongleur, nice. Okay. Ich weiß nicht, ob der so geschrieben wird. Wird Jongleur wieder nicht mit SCH geschrieben? Jongleur. Mit Ö auch. Genau, Tobi, du hast recht. Jongleur. Oh, keine Ahnung. Muss ich wegdrücken, sorry. Und der Tobi hat geschrieben, jahrelanger Drogenkonsum, auch eigentlich sehr kreativ, finde ich. Richtig. Und ich glaube, meins hatte schon jemand, Jürgen Würgen. Nee. Das ist eine Todesursache? Ist das echt so, dass man... Ja, wenn du den so hart wirkst, dass der abfällt und dann verblutest du halt. Ja, klar. Macht man ja umfassend. Ich war auch aus, als der einmal abgeschnitten... Challenge Time. Aber ja, weißt du noch? Ja, hör auf. So, okay. Schiebe ich mir gerne in den Po. Ich weiß, ich hab's falsch geschrieben, aber ich muss Jogurette, ist egal. Jogurette, himmlisch, Joghurt leicht. Ja. Die Riegel? Hauptsache, oder? Die Variante stimmt, ne? Richtig, das ist ja wichtig. Das soll schon keine Klasse sein. Du füllst die ein und dann kommst du wieder raus. Das ist, und du erkennst keinen Unterschied, außer dass die Erdbeeren verschwunden sind. Ach so. Und der Curry, den sind die ausgewachsenen Bananen einfach zu hart, deswegen, um das zu weiten, nutzt er junge Bananen. Ja, die sind noch so grün und klein, weißt du, da kannst sogar mehrere reinstecken. Der Junge ist in seinem Element. Und beim Tobi habe ich Fragen. Jellybeans, ja, das kann ich, keine Ahnung. Kotigen. Was sind denn die Kotigen? Es gibt doch Jellybeans, die nach richtig ekligen Sachen schmecken. Und da gibt es welche, die schmecken nach Scheiße. Ach so. Wie Scheiße schmeckt, weißt du das? Mist, die hat mir auf den Freddy Fire gebracht. Ja, das musst du die Leute fragen, die Jellybeans herstellen. Ach so, ja gut. Das wäre mal eine interessante Frage. Da ist ein Punkt, Tobi. Hast du Punkt. Okay, das ist ekelhaft. Das macht bestimmt jemand. Ich hab Jodsalz. Was soll das? Was soll das? Deine Mutter ist, und ich finde, da ist nichts wirklich von einer Beleidigung, deine Mutter ist Jude. Ja, Deine Mutter... Tobi, warum lachst du? Warum lachst du, Tobi? Nein, ich wollte dieses... Ach so, okay. Curry,
Curry, erklär mir das. Deine Mutter ist, halt so. Ist Jungfrau. Ja, wie geht das denn los? Ich sag's folgendermaßen, Freunde. Ich sag's folgendermaßen. Die hat ein Kind bekommen, ne? Und dann ist sie mit dem Doktor in die Vergangenheit gereist und dann war sie wieder Jungfrau. Hä? Was? Aber das macht gar keinen Sinn, weil sie ist ja auch als Nicht-Jungfrau in die Vergangenheit. Hä? Dann ist sie ja nicht mehr schwanger. Na, sag die hat von Amazon Maria, dieses Jungfrauenhäuschen. Stimmt, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Gekauft. Egal, die ist Jungfrau. Ja. Sag doch einmal Maria. Ja. Ist einfach Jungfrau. Ja, die ist Maria, der Geist. Das Kind, das ist einfach rausgeplopst und dann ist wieder zugewachsen da. Auch genau, ist passiert. Okay, ja. Der Tobi hat geschrieben deine... Und guck mal, der Erik kennst du! Alter! Ja, klar, Tobi, gute Wahl! Tobi, gute Wahl! Siehst du, ich finde das so geil, Alter. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass von euch jetzt kommt so, was, was, Tobi, was? Aber jeder kennt die. Jeder kennt sie, aber der Erik, gut reagiert, den finde ich gut. Die Erik so, ach, guck mal. Ja, und ich habe geschrieben, die Politikerin. Ja, genau, die macht doch viel auch für Charity und so. Ja. Aber die müsste doch jetzt super alt sein, oder? Kann sein, ja. Das interessiert doch keinen. Wofür gibt's Videoarchive, Paten? Ich will doch ewig jung bleiben. So. Okay, Dinge, was? Die Gronkh sagt. Hä? Okay, ich hab keine Ahnung. Ach so, jetzt habe ich es erst verstanden. Ja, jetzt war ich mit Alex wieder bei Nitrado, aber das ist ja Alex Hunter jetzt wieder, ne? Ja, eben. Ja, Alex, ja, geil, Alter. Warte, Tobi. Ja, ich habe Timmy geschubst. Hä? Okay, das Geständnis. Sorry, das kann ich nicht sagen. Da muss ich leider. Nein, Alter. Ja, bin ich dabei. Ist das dein Ernst? Ist das euer Never ever. Never ever würde ich das sagen, Tobi. Und du weißt. Du hast das gesagt. Du hast es schon mal. Nein, nein, das habe ich nie gesagt. Nie. Doch. Zeig mir bitte Videobeweise. Ja, sorry, aber wenn du dauernd Minecraft ausfallen lässt und sagst, ja, es geht bald weiter, dann nee. Ja, damit du meine Folgen nachholen kannst, damit du auch siehst, okay, der Erik hat doch recht. Ich habe Unrecht gehabt, all die Jahre. Oh. Ja, was? Das Spiel ist voller Bugs. Mir fiel da wirklich nichts ein. Nein, das würde ich nie sagen. Also, schiebst du mir Synonym für Anus. Hä? Keine Ahnung, Mann. Warte mal, erst mal Tobi. High five. Was? Oh, geil. Ach so. J-Loch? Ach so. J-Loch. Aber warum J-Loch? Was ist denn ein J-Loch? Und ich komme nicht mal aus der Region. Hey, was ist denn J-Loch, Alter? Hat die Oma immer gesagt. Ja, das J-Loch, kennst du das nicht? Juck, das J-Loch. Das kenne ich gar nicht. Okay, kenn ich auch nicht. Justiz? Jens hat Stargate Atlantis. Ja, mir fiel nichts ein. Ich musste was mit J, das war schwierig. Hä? Ja. Hä? Ich hab keine Ahnung, Alter. Was ist dein Justiz? Verbrecher in deinen Arsch? Was? Wenn du was falsch gemacht hast, dann musst du halt da rein. Okay. Aber mit deinem Kopf. Ich will jetzt immer befolgen, ey. Mit dem Kopf. Mit dem Kopf, okay. Der springt dann vom 5-Meter-Turm springt der auf dich breitbeinig drauf und dann geht los. Gut. Und ja. Wo kommt das eigentlich her? Ist das jetzt ein Robot-Ding oder ist das eher aus deiner... Hey, ich kenne das irgendwie gar nicht. Nee, das ist so ein Robot-Ding, also J-Loch. Ah, super. J-Loch. Und ich wiederum kenne das von Dennis. Tatsächlich. Ja, aber warte mal ganz kurz. Dann ist die Möglichkeit groß, dass es nur von unserer Oma kommt. Das weiß ich nicht. Das kann sein. Aber dann sagen wir, es ist ein Robot-Ding. Sagen wir, es ist ein Robot-Ding. Okay. Das passt schon. Ihr könnt hier mal in die Kommentare zeigen. Okay, ja, stimmt. Das macht Alex mit seiner Oma. Jahrelang Missbrauch. Hä, hey, Erik? Nice. Was? Nice, Alter, ja. Tobi auch. Jahrelang Folter, Alter. High five, Alter. Schön. Kann man mit der Oma doch ruhig mal machen, ne? Wenn sie nicht zuhört oder so. Mir war eh langweilig. Irgendwie ist kaputt. der Curry, der sagt, schaltet einfach junge Frauen anmachen. Ja, keine Ahnung. Mit der Oma. Gehört das zum Missbrauch vielleicht? Wurde die Oma dafür ausgenutzt? Ja, das ist so. Ja, das kann sein. Der Wingman. Hör mal, Oma, hast Bock? Kennt schon meinen Neffen? Aber guck mal, das ist wie eine Geschichte, weil ich habe geschrieben, Jennifer vorstellen. Ja, siehst du mal. Ja, stimmt. Die Oma wurde gefoltert, um den Wingman zu spielen für den Alex, dass ich da ja Jennifer vorstellen kann. Alter. Als ob die ihre Tagebücher gelesen hätten. Krass. Alter, ey, was ist denn mit Erik schon wieder? Hä, was hab ich gemacht? Sex ist scheiße, wenn Jodel-Uschi ihren Busch 5 Jahre lang nicht hatte. Was denn? Werbefreundlich. Okay, nicht rasiert hat. Was denn? Wir haben ähnliche Sachen. Ja, ich hab's gesehen. Curry. Ja. Was denn? Ja, ist doch scheiße. Jumanji, deine Freundin? Ja, kann doch sein, Mann. Stell mal vor. Da bist du gerade bei ihr. Stell mal vor, ihr fangt so Jumanji an, dann wollt ihr voll loskommen, weil ihr richtig heiß seid, und dann wirft ihr und dann ist sie weg.
Gibt es Jumanji eigentlich bei den Brettspielen? Oh Gott, ja. Das boah, das wäre aber krass. Das wäre krass. Oh ja, das gibt's, das habe ich vorhin gesehen, ja. Geil, Alter. Glaub, geil. Die Frage ist, wird's dann auch eingesaugt? Das ist die Frage. Ja, wäre nicht so gut. Schon breit, Mann, ich vom Muskel. Also, ey, wir müssen mal Jumanji spielen, Mann, Leute. Mal ganz kurz, was ist denn Jaroslav für ein Name? Kenn ich gar nicht. Jaroslav. Hört sich slawisch an. Jaroslav? Jaroslav. 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 Das war aber irgendwas irgendwie so kurz vorher noch schnell reingeschrieben irgendwie. Finde ich gut. Okay. Finde ich gut, Tobi. Und du natürlich auch. Oder jahrzehntelang das Geschlechtsteil nicht gewaschen. Hammer. Wie bei Jodeloschi. Wie bei Jodeloschi, das ist genau das gleiche. Dieser Krustenbraten, ey. Boah, Alter. Da muss man erstmal die Fäden rausziehen. Okay, das ist schlimmer. Heute Abend hier mit Nudelsuppe. Guten Appetit an alle, die gerade essen. Aber ihr wisst ja, bei Stadt am Fluss macht das bitte nicht. Oh, da hab ich was, aber ich weiß nicht, ob ich das schreiben darf. Also sind wir hier wirklich auch, also nicht gegen andere YouTuber wahrscheinlich, oder? Oder ist das egal? Weiß ich nicht. Ist doch lustig, wenn er jetzt okay, wenn hab ich's ja geschrieben. Unge ist ein Bastard oder so. Wenn hab ich's ja geschrieben. Ja, na. Ist ja alles lustig. Weiß ich nicht, ob das lustig ist. So. Was schreib ich hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Ich habe keine Ahnung. Ey. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich sehr spät, merke ich gerade. es ist wirklich sehr spät. Ist mir egal, kann ich da so stehen. Ich lass es mal so stehen. Ich bin fertig. Ich auch. Keine Ahnung, ey, warte mal. Boah, ich bin so müde. Heilige Scheiße. Oh. Das Spiel kann man echt nur spielen, wenn man völlig übermüdet ist, weil da kommt nur Scheiße raus. So ist da kommt nichts, richtig. Nichts Vernünftiges. Keine Ahnung, ich weiß Schunkel nicht. Dschungel aus China. Ich habe keine Ahnung. Ich wäre auch fertig. Aber okay. Ja. Keine Ahnung, mehr weiß ich nicht. Ah klar, let's go. Also, Erik, ja, wieder mit seiner Uschi, ne? Ja. Was ist da los? Was ist da los? Return of Uschi, Todesursache. Uschis 5-Jahres-Busch ausgeschlürft, wie abgelaufene Muschelsuppe. Alter! Geil, oh Gott, ey. Alter, ey. So, Todesursache Urang-Utan, aber da wird mit der O. Aber gut, ist egal. Ja, keine Ahnung, weiß ich, wusste ich nicht. Ist egal. Urang. Urang-Utan geboxt. Der Urang-Utan, Alter. Alter, Tobi! Was ist da los? Cooles Videos, Todesursache! Entschuldigung. Da mach ich gleich Reaction-Video zu, Alter. So, Todesursache. Ungeebt den Rasierer lutschen. Hey, absolut, absolut was? Legit, oder? Ich weiß nicht, warum man das machen sollte, aber absolut legit. Ich weiß, ob man Bock auf ein paar Haare hat oder so. Ja.
Boah, Tobi, was? Okay. Alter! Was ist denn mit dir los? Tobi, Alter, ey, Gott, ohne Scheiß. Aber diese... Tobi? Ja? Unterwäsche High Five, Alter. Ja, aber sowas von, ey. So, schiebe ich mir gerne in den Po. Der feine Herr Gronk schreibt, Unterhose, ich trage XS, damit die Hoden größer wirken. Ja? Und dann kneift es natürlich immer im Schritt. Immer also. Was bringt denn, diese Info damit, also was bringt denn diese Info zu dieser Frage? Ja, weil die Unterhose ist so klein, die schiebt sich in den Po. Deswegen, so, weil die XS ist, schiebt sich automatisch rein. Wird eingesaugt quasi. Das ist ein passiver Vorgang quasi. So, Uschis Handcreme. Ja, klar. Ich weiß. Nein, es war ein Einlauf, Curry. Ja, genau, Einlauf, da kam die Handcreme wieder raus. Alles klar. War aber braun dann. Tobi, ich habe Fragen. Ja, ich hab Tobi. Boah, Alter. Tobi, Unterwäsche. Wo beziehst du die und wie teuer ist das? Also es gibt in Japan ja tatsächlich diese Automaten. Ich weiß, wir haben einen wegen Tobi gesucht, weißt du noch? Ja, wir wollten einen suchen und wollten Unterwäsche mitbringen für Tobi, aber leider gab es das nicht. Also wir haben es nicht gefunden. Also ich hab tatsächlich schon Bilder von diesen Automaten gesehen. Also die gibt es wohl tatsächlich, oder es war ein Fake, ich weiß es nicht, aber ich glaube, die gibt es tatsächlich. Alter. Nee, in Nakano ist einer. Aber ist die blutig auch teilweise? Gibt es da spezielle Dinge? Ja, kommt drauf an, wenn Tobi die... Tobi kriegt eine blutige. Ne? So vielleicht. Zu Weihnachten, ja klar, kann ich schön auspacken da, ey. Okay. Ultraschallgeräte. Wirft auch Fragen auf, sicher. Aber könnte ja, interessant werden. So ja, du bist auf jeden Fall immer gesund dann im Rektum, ne? Das ist ja ganz gut. Wie Kino. Ist das wie so ein Fledermauskopf, der dann immer... Erik. So, deine Mutter. Hä? Deine Mutter ist unsichtbar, weil sie dich verlassen hat, Junge. So. Alter. Gut. Und deine Mutter ist unbespielt an der Muschi-Uschi. Ja, ist die Muschi, die Uschi schon wieder. Da ist die Uschi schon wieder. So. Dann haben wir noch völlig legit. Usbekin. Was? Deine Mutter ist Usbekin. Was? Ja, komm, ja. Ist ja vollkommen legit, ne? Ja, klar. Ja. Und jetzt, deine Mutter ist Uterusmaschine. Ist das so Fließbandgeburt? Ja, einfach nur für TTT, die Babygun, Alter. Ja, gut, das ist auch sehr legit einfach. So, dann haben wir Dinge, die Gronkh sagt, das habe ich echt Schwierigkeiten, unmoralisches Zeug den ganzen Tag lang, das ist richtig. Alter, Currywurst, geil. Nice. Aber der Tobi auch. Ja, wir sind wieder selbe Stelle, selbe Welle. Muss ich immer an die mal Video-Werbung damals denken. Selbe Stelle, oh Gott. Ja. I have a stream. Ja. Oh Gott. Ja. Du sollst mal React-Video auf deine alten Sünden machen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei, ja, das sage ich auch dauernd. Hey, das sage ich dauernd, fast in der Folge. Wir kennen dich voll gut alle. Ja, Mann. Besser als ich mich selber kenne. So, Synonym für Anus, Uranus, also, ne? Ja, okay, das ist cool. Alles klar. Ja, okay, was? Ja. Was? Uterusrutsche. Mir fehlt nichts Besseres ein. Was stimmt nicht mit dir, du krankes Schwein, ey. Ja, das ist halt ein Durchgang, da wurde durchgebohrt wegen U-Bahn-Haltestelle. Überfüllung oder was? Also quasi eine Uterus-Umleitung quasi. Ja, genau, Umleitung. Wobei, bei Tobi ist ja nicht das, was Mutter Wolny hat, dann wahrscheinlich. Achso, da untersteht es ja auch. Bei Tobi steht ja auch Umleitung. Da passt es ja auch wieder. Ja, Tobi, danke, Mann. Wenn man mal Fuß dazwischen, dann ist ja alles. Aber was ist denn der ultimative Ring der Wahrheit? Ich hab keine Ahnung. Wie funktioniert das? Ist das irgendein Film? Alter? Muss ich mal einen Finger reinstecken? Wenn der Anus glüht, sage ich die Wahrheit? Oder was? Ja, ich google die. Lügendetektor, Alter. 11 Gefährten sollt ihr sein. Okay, das macht. Alter. Das macht Alex mit seiner Oma. Alter, ey. Urinsteine vor Oberschenkel raspeln, es wird auch Zeit. Es wird auch Zeit. Was ist denn, warum? Es ist spät, Mann, was soll ich denn sagen? Ich hab keine Ausreden. Alter, was ist echt ekelhaft? Was soll ich denn sagen, Mann? Ist das schlimmer als Justin Bieber Eichelträne, ey. Vor allem raspeln, Alter. Das Wort. Ja, was denn sonst, Alter? Was denn sonst? Schöner auf die Spaghetti drauf, ey. Wie du voll die Stimmung drückst einfach. Hä, was? Ja, jetzt geht's aber wieder lustig weiter mit untenrum rasieren. Lecker, weil zu alt und unbeweglich. Ja, könnte ja sein. Und vor allen Dingen, vielleicht ist ja Uschi die Oma. Und dann muss ich erstmal. Man kann doch mal ein bisschen pflegen da, oder nicht? Mit der Machete muss ich da erstmal. Und dann musst du aufpassen, dass du nicht aus der Leder abschneidest. Ach, Jumanji, ab im Dschungel, Alter. Das macht Alex mit seiner Oma unter der Brücke grüßen. Ja, wenn die Rente nicht reicht, ne? Oder Tobi soll ja echt gut drauf. Alter, du bist ein ganz bitterer Mann, Alter. Oh, nein, echt zu echt leid.
Na, Oma, wie geht's zu Meckes? So, dass man eigentlich mit seiner Oma ungezogen sei. Ja, das ist so harmlos wie auch vielfältig. So, Sex ist scheiße. Und da habe ich gemerkt, dass es zu spät ist, wenn Uwe seine schwitzigen Klöten auf Sandpapier abschmirgelt. Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach spät. So, ich hab das ist Uschi. Die Uschi, Alter. Sex ist scheiße. Ja, ich will die Uschi am falschen Lutscher schlägt. Was ist der falsche Lutscher, Curry? Ja, der falsche Lutscher. Nicht was deiner. Ist? Ach so. Ach so. Ja, das ist dann natürlich auch doof. Wenn Ulf zu groß wird? Wächst der zwischendrin, was? Oder was? Komm, ich bin nicht halt Ulf. Pumpt der nochmal auf, oder was? Nein, da ist einfach jemand, der Ulf heißt, und wenn der einfach zu hart da unten rum wird, dann ist einfach scheiße dann, ne? Ach so, ich dachte, wenn dein Ulf dann einfach zu respektabler Größe heranreift, nochmal mittendrin so ein Dorf bei Tobis Himmel heißt Ulf, klar. Kennst du bei Family Guy die Szene, wo Quackmeier dieses sein neues Potenzmittel ausprobiert, was er irgendwie, wo Peter ihm Geld verliehen hat? Und dann steht da die Barbedienung, mit der er gerade gehört, ne? Und dann so in zwei Hälften quasi. Ja. Kennst du die Szene? So stelle ich mir das vor. Ja, genau. Also. Gab's da nicht später auch eine Serie von Ulf? Von Family Guy? Achso. Nee, von Ulf. Ulf war, stimmt. Achso, nee, das ist fast dasselbe. Sieht genauso aus. Ulf war die deutsche Kölner Variante davon, ja. Weißt du? Ulf. Und Sex ist scheiße, wenn Uma Thurman nicht dabei ist. Alles klar, Pan, kann ich nicht bestätigen. Das kann ich nicht bestätigen. Ich hatte es noch nie dabei. Oh, ich habe oft gefragt, aber sie hat immer abgelehnt. Ich weiß nicht warum. Nee, die will nur, wenn Pan fragt. Ja, ich muss mal wieder fragen, ey. Ja, hau doch mal an jetzt einfach. Mach mal jetzt. Das war jetzt. Das war eine sehr interessante wunderschöne Runde. Ergebnisse brauchen wir ja eh nicht. Ja, Ergebnisse interessieren ja keinen. Erik, nice, geil. Ich bleib ja schon wieder, ey. Ach, das ist doch nur, weil ich den Server hier gestellt habe. Also, wir haben alle 350 gestellt. Punkte. Außer also, ja. Curry, scheiße. Weil Curry mir einen weggedrückt hat, weißt du? Nee, der Erik war das. Dieser Curry. Erik war das. Dieser Curry. Erik, Alter. So, was ist hier los? Ja, es war eine wunderschöne Runde. Außerdem, Tobi hat in der ersten Runde zwei Fragen nicht beantwortet. Das war der Grund. Ich weiß gar nicht, ob es sein kann, dass wir die Folge in zwei Hälften geteilt haben. Also, wir sind bei 50 Minuten. Oh, ja, Minuten? Stimmt ja. Oh ja, vielleicht sind es dann zwei Folgen geworden. Das kann sein. Das gucken wir mal. Das sehen wir mal. Genau, da wissen wir noch nicht genau. Da müssen wir mal schauen. Genau, weil wir gerade am Vorproduzieren sind. Bitte nicht böse sein. Ja. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ja. Jetzt folgt da nochmal eine Runde. Mensch, ärgere dich nicht. Geil. Was? Okay. Nein. In der nächsten Folge. Mensch, ärgere dich nicht. Alles klar. Bis dahin. Nee. Tschüss. Alles klar. Toll. Und Spiel des Lebens. Und alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Standard Fusion Online. Wie immer voller intellektuell hochwertiger Glanzleistung. Ich gebe Pen. Ciao, Freunde. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich bin ein Einhorn.